Georg Diegruber von Lebenswerte Gemeinde, bewusst gemeinsam Leben Team mit einem Impuls hin zum Kongress bewusst gemeinsam Leben am 14. September 2019. Wir haben vorgestern am 6. Oktober in Stiegels Brauwelt in Salzburg eine erste Findungsveranstaltung gehabt mit Vertretern aus 18 Gemeinden, 8 Coaches, einigen Inspiratoren, mit unserem Kernteam, das aus 5 Leuten besteht. Es waren dabei der Karl Sickertsleitner, Altbürgermeister Steinbach an der Steier, Monika Rosenstatter, die eigenes Lied getextet hat, der Helmut Mödelhammer, der 19 Jahre als Gemeindebundpräsident gewirkt hat, Baldur Breimel zum Thema mentale Fitness, wie kommt man von Ego zum Wir, und eben den Hauptdarstellern, die Vertreter aus den 18 Gemeinden, wo es um einzelne Themen geht, die als Kern nächstes Jahr am Marktplatz der Möglichkeiten auf den 2500 Quadratmeter dargestellt werden. Es geht ja darüber liegen, wie fördern wir den ländlichen Erlebensraum. Und das war das Thema vorgestern Stiegels Brauwelt. Und wir haben da einige Geschenke auch aufgebaut. Bücher von Menschen, die dabei waren, Kirchberg am Wagram, Siegfried Tatschl, Hanftal in Niederösterreich. Dann haben wir ein Buch bekommen, das Rote Aufstand für das Leben. Das haben wir bekommen von Kurt Enderli. Der ist aus der Schweiz angereist, das ist ein ganz spezielles Dorf in der Schweiz. Er wird mit der Gemeinde nächstes Jahr auch mitwirken. Dann Johannes Huber ist ein Arzt aus Wien, auch Theologe, der holistische Mensch. Da geht es um das Thema Epigenetik. Da sind wir am Klären, ob er dabei ist. Er ist sehr, sehr interessiert, ist gerade in terminlicher Abstimmung. Und das Ganze war auch verbunden mit der Wirtschaft. Das ist uns so wichtig, die ökosoziale Wirtschaft auch eine Bühne zu bieten. Einfach zu zeigen, dass ganz, ganz viel im Land für zukunftsfähige Gestaltung gemacht wird. Stiegel, habe ich erwähnt, waren wir dabei. Partner Atomic, Bergbahnen Gastein, das hat eine ganz spezielle Bewandtnis, weil wir auch die Skigeschichte unseres Landes zeichnen. Fronius, wo es um erneuerbare Energie, Vision 24 Stunden Sonne geht, wo der Herr Klaus Fronius selbst dabei war am Samstag und das Thema erneuerbare Energie darstellt. Frosch Erdal herein, war auch der Geschäftsführer, der Herr Stojakovic, dabei, wo es um Cradle to Cradle geht. Sehr, ja, weitsichtige Unternehmenspartner haben wir da dabei, sind sehr, sehr dankbar, auch für die finanzielle Unterstützung, weil so Unterstützung, so ein Kongress kostet ja entsprechendes Geld. Und am Samstag war dieses Ersttreffen, das Findungstreffen insofern so wesentlich, dass man sagen, wie gestalten wir das? Und das ist kein vorgegebenes Konzept, ist für viele Herausforderung, aber es lässt den Raum offen, dass jeder mitgestaltet und sich einbringt und das ein wirklich achtsames Wir-Projekt wird. In diesem Sinne, das war ein ganz wichtiger Tag, 6. Oktober 2018. Wir berichten weiter. Ein Mensch hat sehr, sehr gefehlt, Erika Bichler. Da haben wir ein eigenes Video gemacht, warum die Erika nicht dabei war. Wir wollen sie auch unterstützen. Da geht es um Heilung, dass sie wieder auf die Füße kommt. Also da haben wir ein kurzes eigenes Video gemacht, das auch zu finden über die Lebenswerte Gemeinde. In diesem Sinne ein dankbarer Georg Diegruber aus dem Termin, aus dem Team Lebenswerte Gemeinde zum Thema Bewusst gemeinsam Leben Kongress am 14. September 2019. Dankeschön.